Samstagabend, 21. Juli, kurz nach 21 Uhr. Herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV. Es ist wieder Zeit für Wrestling und heute wird es heiß im NEW Hotspot, denn wir haben keine Klimaanlage. Heute unter anderem Cyanide in Action gegen Team Turbulence in einem Handicap-Match. Wir beantworten die Frage, ob es Tommy Blue Eyes endlich gelingen wird, Ringgirl Jenny aus den Klauen von Yuri Gromov zu befreien. Der maskierte Luchador El Velador feiert sein Debüt im NEW Hotspot in einem Triple Threat Match und Maverick Cross bekommt es mit dem Alpha Male Justin Reese zu tun. Und im heutigen Main Event warten wir gebannt auf die Antwort zur Frage, ob Grand Slam Champion TKO die NEW World Heavyweight Championship gegen den Andisaurus Rex Absolute Andy verteidigen kann. Das wird ein Match, das ihr nicht verpassen dürft. Das alles und noch viel mehr jetzt hier bei NEW War. NEW-Fans im Hotspot, NEW-Fans bei RBTV im Chat, herzlich willkommen zu NEW War! Ja, herzlich willkommen, liebe NEW-Fans, auch von unserer Seite. Mein Name ist Tobias Kühnlein, bei mir heute Miloš Sutnik und wir freuen uns jetzt auf NEW War. NEW-Fans, ihr habt alle mitbekommen, was vor der Show passiert ist. Team Turbulence haben Demolition Davis verletzt. Deswegen ist dies jetzt kein Tag Team Match, sondern ein Handicap Match mit einem Fall und einem Time Limit von 20 Minuten. Sie stammen aus Österreich mit einem Gesamtgewicht von 185 Kilogramm. Hier sind Tommy Torpedo, Tommy Tornado, Team Turbulence. Da sind die Schluchtenscheißer. Tommy Torpedo zur linken, Tommy Tornado zur rechten von euch aus gesehen. Team Turbulence ist da und ihr habt den Ringsprecher Felix Knoll gerade gehört. Team Turbulence hat zu Beginn der Show, falls ihr es nicht gesehen habt, Demolition Davis verletzt, den neuen alten Tag-Team-Partner von Cyanide, mit einem Schlag aufs Kniegelenk. Und tatsächlich ist Demolition Davis nicht bereit, jetzt in diesem Match zu kämpfen oder anzutreten. Hat die medizinische Freigabe nicht bekommen. Leider muss man sagen, muss man das sagen. Aber man kennt es von Team Turbulence, sie kämpfen oft mit unfairen Mitteln und diesmal... Das Problem ist, selbst wenn sie mit fairen Mitteln kämpfen, sind sie extrem unberechenbar und sind extrem stark im Tag-Team-Wrestling. Gefährlich, vor allem gefährlich. Das muss man ihnen lassen. Absolut perfektioniert, die sind eine Einheit, sowas sieht man im Wrestling nicht alle Tage. Und Cyanide hat gesagt, mein Gott, wenn die meinen Tag-Team-Partner gleich wieder verletzen wollen, bitte, dann nehme ich sie mir halt allein vor. Was auch wieder für die Gefährlichkeit von Cyanide spricht. Und wir hatten die Diskussion schon ein paar Mal und wir haben sie jetzt wieder. Für wen ist das jetzt das Handicap? Wir werden es erleben. Man hört, Team Turbulence ist nicht beliebt. Nein. Die brauchen auch immer so lange. Egal, ob sie rein oder rauskommen. Die brauchen immer ewig. Und ihr Gegner in Begleitung von Demolition Davis. Er kommt, wo er auch immer er will. Er wiegt 205 Kilogramm und ist 1,93 Meter groß. Hier ist Cyanide! Ja, Demolition Davis lässt sich's natürlich nicht nehmen, seinen Tag-Team-Partner hier zum Ring zu begleiten. Aber wie schon gesagt, die medizinische Freigabe zum Kampf hat er nicht bekommen nach der Verletzung am Knie. Da muss jetzt erstmal geröntgt werden oder vielleicht ein MRT. Man sieht's auch, er hat da Schwierigkeiten. Er humpelt sehr stark. Also da hoffen wir sehr, dass das keine schwerere Verletzung ist. Wir hatten es ja letzten Monat erst mit Max, der sich da bei einem Crossbody den Quadrizeps gerissen hat, oder wie war das? Ja. Also mittlerweile ist er operiert, er ist in der Reha, er versucht wieder schnell fit zu werden, aber ein paar Monate werden wir wohl auf ihn verzichten müssen. Wir hoffen sehr, dass das bei Demolition Davis nicht der Fall sein wird. Aber trotzdem sieht ihr den Rückhalt an. Der Mann aus dem Norden, der Botschafter des Hasses, die Fans und Team Turbulence natürlich.
Ja, jetzt verspotten sie ihn hier. Also, also, ob das jetzt eine kluge Entscheidung war in Anwesenheit von Cyanide, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Haben die überhaupt kluge Entscheidungen getroffen? Oder war das jetzt ein Vorgriff? Also, es fängt schon allein bei der Namenswahl an. Tja. Auf jeden Fall wird es jetzt interessant. Das Match hat begonnen. Ja, und so wie ich das jetzt sehe, bin ich gerade ein bisschen irritiert. Es scheint wohl tatsächlich ein Tornado-Handicap-Match zu sein. Das würde bedeuten, dass beide Tommys ganz legal gleichzeitig im Ring sein dürfen. Oh, wow. Aber Tommy Torpedo mockiert wieder Cyanide. Ah, hör die Fans, die sind natürlich für Cyanide. Aber Team Turtles ist damit nicht zufrieden. Jeder ist für Cyanide. Ich würde jetzt mal unterstellen, wenn er nicht unparteiisch wäre, wäre sogar der Ringrichter für Cyanide. Aus Angst vielleicht. Na, also... Oh, guck. Also ich sag mal, das wieder an. Tommy Torpedo. Ich sag mal, Team Turbulence tut heute schon sein Übriges dazu, hier die Sympathien zu verteilen. Und jetzt gehen sie hier beide auf Cyanide los. Haben sie geschickt gemacht. Einer natürlich. Von vorne, einer von hinten. Taktik ist natürlich die Stärke von Team Turbulence. Aber das ist natürlich die Stärke von Cyanide. Gewicht ist die Stärke von Cyanide. Da prallt jeder ab. Das ist natürlich... Ah, jetzt versucht sich Tim Turbulence natürlich etwas... Also, das ist etwas, was man immer wieder... Ich muss sagen, ich sehe es gerne, wenn ein Gegner versucht, Cyanide wegzurammen und der prallt einfach an ihm ab. Liebe Freunde, wenn ihr gerade vom Discovery Channel oder von Arthur rüberschaltet, ihr seht hier einen britischen Wrestler mit einem Gewicht von rund 200 Kilo und zwei österreichische Flummis. Die nicht mal so viel wiegen wie er. Zusammen, versteht sich. Ja. Oh, dieses Einfuhrzoll immer bei Cyanide, das ist... Da siehst du, da schmeißt der die Jungs einfach mal durch den Ring. Der jetzt spielt hier mit den Österreichern nach Belieben und jetzt nimmt Cyanide Maß und jetzt ist mein Monitor leider ausgefallen hier. Ich höre aber Schmerzen. Ich seh nur Österreicher am Boden. Ich glaube, die wollen dann nicht mehr sein. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, selbst diese Kraft, diese Masse, die Cyanide mitbringt, selbst Ansatz zum Double Choke Slam gegen Team Turbulence, aber die können sich nochmal rauswinden. Und jetzt sollte die Doppelklose kommen. Es kommt ein doppelter Dropkick, aber Cyanide steht. Immer noch. Er zwar in der Ecke, aber er steht. Stark angeschlagen hier, jetzt schickt Tommy Tornado hier, Tommy Torpedo in die Ringe geht, jetzt geht's andersrum. Und ja, das übliche Tag Team, wir haben vom Team Turbulence mit dem Spear in die Ecke. Tommy Tornado setzt nochmal nach, selbes Manöver, vertauschte Rollen hier. Und jetzt bekommt Cyanide langsam Schwierigkeiten. Demolition Davis steht draußen, feuert seinen Partner an. Zum vierten Mal soll die... Also man kann sagen, man muss sie nicht mögen, aber zusammenarbeiten, das können die Jungs. Das ist schön, dass du haben die drauf. Schön, dass du mir sagst, dass man sie nicht mögen muss, weil das würde mir durchaus schwer fallen. Das fällt, glaube ich, jedem hier gerade schwer. Jetzt haben sie hier Cyanide im Würgegriff. Tommy Torpedo hängt Cyanide da am Rücken. Tommy Tornado mit dem Trash Talk und dem Griff in die Augen. Ja, Referee kann da in dem Moment nicht viel tun, außer eine Verwarnung auszusprechen. Kann der in diesem Match überhaupt was tun? Ja, technisch gesehen schon. Stimmt, ein Pin zählen. Aber das ist die Kraft, die Stärke von Cyanide. Der lässt sich da natürlich nicht Davis unterkriegen. Feuert seinen Partner an und Cyanide wuchtet da Tommy Torpedo wieder hoch. Wenn ich das jetzt richtig... Ja, ist Tommy Torpedo. Sieht man schön an dem Piktogramm auf der Hose. Jetzt. Und jetzt lässt er sich hier von Demolition Davis ablenken. Der will am liebsten eingreifen. Und da kommt der Stuhlschlag. Das ist ja unschön. Zu deiner Frage, jetzt könnte Referee was tun. Er könnte eine Disqualifikation aussprechen, aber er hat es nicht gesehen. Und jetzt... Doppelter Fußtritt vom Team Turbulence gegen den Kopf. Cyanide hat Schwierigkeiten gegen die Österreicher. Wackelt. Double Footstomp. Oh, also...
Cyanide am Boden, Cover, 1, 2, das ist es, nein! Mann! Wahnsinn. Also jetzt hab ich kurz den Glauben an die Menschheit verloren hier. Das wär's ja fast gewesen, aber... Ja, natürlich der Frust. Jetzt sind Team Turbulence natürlich sauer, dass die das nicht geschafft haben. Cyanide, wenn er nicht schon grüne Farbe im Gesicht hätte, würde ich jetzt sagen, Hulk böse. Aber der wird sauer, schau ihn dir an. Der lässt sich nicht unterkriegen. Und jetzt schubst er hier Team Turbulence weg wie ein beleidigtes Kleinkind und guckt dir diese Clothesline an. Jetzt teilt er hier richtig aus, wirft die Österreicher wie Marionetten durch den Ring. Das sieht ja fast aus, als würde er Kinder verprügeln. Ja, es tut er. Also er tut es faktisch. Also irgendwie, ja, tut er. Entschuldigung, tut er. Und natürlich die Fans, denen gefällt das, die haben ihren Spaß. Die sehen natürlich, wie die zwei Österreicher jetzt wieder hier der Ansatz werden. Zum Double Chokeslam, der Griff in die Augen wieder. Ach komm, es kann doch nicht wahr sein hier. Und jetzt reicht's, Davis. Jetzt. Und da kommt der Referee. Jetzt greift Davis hier ein. Das ist jetzt grenzwertig, was die Regeln angeht. Und da laufen sie in den Ansatz zum Double Chokeslam. Oh, die Wahnsinn. Höhe. Doppelter Pin. Ende. Herrlich. Herrlich. Der Sieger dieses Kampfes, Cyanide! Wow! Absolut verdient. Einfach nur wow. Schau dir die Höhe dieses Double-Chokeslams an. Da muss sogar Cyanide nach oben springen, um diese Wucht von seinem Chokeslam auszuhalten. Unglaublich. Verdienter Sieg. Auf jeden Fall. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Verletzung bei Demolition Davis nur vorübergehend ist, dass er sich da nicht mehr getan hat, als er da am Anfang von Team Turbulence attackiert wurde, und dass wir hier wirklich die Rückkehr des schwersten Tag-Teams Europas bald wieder offiziell feiern können. Es wäre wünschenswert, denn so ein Team sieht man nicht alle Tage. Fast 390 Kilo, alleine zwei Männer. Und auch für die Fans bei Rocket Beans jetzt mal das wunderschöne Ergebnis und der Beweis, weil oftmals die Theorie kam, das ist doch derselbe Typ. Ist er nicht. Wir haben zwei von der Sorte. Ja, und sonst keiner. Ja, kann uns keiner nehmen. Ist immer eine Herausforderung fürs Catering, muss man sagen. Also die sind nicht glücklich, wenn die beiden Jungs kommen. Nee, erst recht nicht, wenn sie gleichzeitig dastehen. Da schiebt der Koch Überstunden. Zeigt uns, welchen NEW Superstar ihr am meisten feiert, und holt euch die offiziellen T-Shirts von New European Championship Wrestling. Klickt auf new-wrestling.de, checkt die T-Shirts, die Hoodies, die Basecaps und vieles mehr. Klickt rein, kleidet euch ein. new-wrestling.de/shop. Der nun folgende Kampf ist ein Singles-Match mit einem Fall und einem Time-Limit von 20 Minuten. Auf dem Weg zum Ring, er kommt aus Russland, ist 1,81 Meter groß und wiegt 100 Kilo. Hier ist Juri Gromov! Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ja, da kannst du sagen, was du willst. Ich habe manchmal sogar für die Schurken in der NEW habe ich manchmal durchaus irgendwie eine gewisse Grundsympathie, weil ich meistens ihre Beweggründe nachvollziehen kann. Aber dass der Typ seit 3 oder 4 Monaten unser Ringgirl in seiner Gewalt hat, das hat mit, guck mal, der Typ im weißen Hemd, der sagt auch gut, kann ich nicht nachvollziehen. Also wir kriegen jetzt schon wieder im Rocket Beans Chat die Hashtags Free Jenny. Und das ist das Match, in dem es darum geht. Ja, das ist es. Ich
verstehe es nicht. Also ich verstehe diese ganze grundsätzliche Sache, verstehe ich nicht. Was hat Juri Gromov gegen ein Selfie? Warum steht er auf Fesselsex? Darf ich das überhaupt schon sagen? Ist schon 10 durch? Ich glaube noch nicht. Und sein Gegner, er kommt aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und wiegt 80 Kilogramm. Hier ist unser Highflyer, hier ist Tommy Blue Eyes. Ja, ich gebe dir recht, es kann noch nicht 10 durch sein, weil die Minderjährigen treten noch auf. Ja. Habe ich das wirklich gesagt? Ja. War was? War was. Wir haben War und das ist ein Krieg, wie du gesagt hast. Das ist das Match, in dem es darum geht, endlich Jenny aus den Fängen von Juri Gromov zu befreien. Es kann doch nicht sein, es muss doch einen Auslieferungsantrag oder sowas gegen den Kerl geben. Das ist nicht... Der ist Russe. Den kannst du nicht ausliefern. Ja, das ist hier ausgeliefert. Tommy Blue Eyes, unser Veteran seit fast 9 Jahren. Ein nicht wegzudenkender Teil der NEW. Mittlerweile hat er auch Bartwuchs, worüber ich mich sehr freue. Und oder mal Zeit. Ja. Versucht jetzt hier natürlich heute ein weiteres Mal unser Ringgirl zu befreien, aber wir hatten es beim letzten Mal schon, anstatt einfach mal hier schnell den Handschellenschlüssel zu besorgen und Jenny einfach gleich loszumachen, er geht in den Ring, er möchte den sportlich fairen Wettkampf, wobei die ganzen Umstände dieser Geschichte eigentlich mit fair schon nichts mehr zu tun haben. Aber trotzdem ist es das, was Tommy auszeichnet und da provoziert Judy. Und jetzt Tommy, sind die Schlüssel weg und Tommy guckt da nochmal, hat die Lesebrille nicht auf und da gibt's den Kick in den Rücken von Tommy Blue Eyes und gleich die harten, hässlichen russischen Dritte hinterher. Aber das ist, was Juri Gromov ausmacht. Er ist nun mal nicht der nette Typ. Er ist Russe. Er bezeichnet sich ja selbst als der Intellekt dieses Ringes. Der was? Entschuldige. Ja, ich weiß. Es ist. Er hat mich mal vollgeschwallt und dabei hat er ja, mir eine halbe Stunde lang das Ohr abgekaut und dabei hat er ihm auch gemeint, er ist der Intellekt des Ringes. Warum? Keine Ahnung. Ja, anscheinend, weil er hier allen Aktionen von Tommy erstmal gut ausweicht, aber läuft hier voll in den Dropkick rein. Und ja, währenddessen, ich habe so ein bisschen Angst und Bange, dass bei Jenny vielleicht mittlerweile das Münchhausen-Syndrom irgendwie... Ist das das Münchhausen-Syndrom oder ist das das Stockholm-Syndrom? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Stockholm. Stockholm, ne? Münchhausen war was anderes. Stockholm-Syndrom, nicht, dass sie mittlerweile Sympathien für ihren Entführer hat, aber so wie das hier aussieht, Jenny klatscht im Hintergrund, Juri fliegt auf die russische Nase. Es sieht im Moment alles ganz gut aus für Tommy und jetzt, Achtung, die Schlümpfe fliegen tief. Da fliegt er, Crossbody, ich merke eine leichte Tommy-Feindlichkeit in meinem Kommentar heute, ich weiß gar nicht warum. Ach, wieso denn? Was ist da? Wunderschön ist er da geflogen, schickt Juri Gromov auf den Boden. Sehr schöne, super Slow-Mo hier und Tommy hat den Handschellenschlüssel. Aber da hat er... Juri nicht lang genug auf dem Boden gehalten. Und wieder sind die Schlüssel weg. Ich weiß nicht, hat die Kamera eingefangen, wo die gelandet sind. Jenny konnte nicht befreit werden. Juri, was? Hier. Was ist jetzt denn los? Jetzt stapelt er Tommy über Jenny. Ja, das kann man in gewissen Umständen mal machen, aber hier finde ich es jetzt ein bisschen deplatziert. Könnte missverstanden werden. Ja. Und wieder, ist schon 10 durch. Aber jetzt hat er ihn. Beide stehen auf den Seilen. Ja, aber das ist, wie du vorhin gesagt hast, Tommy will sich sportlich durchsetzen. Er ist sollte dieser faire Mann. Sollte der Ansatz zum Superplex werden, sollte der Out of the Blue werden. Aber Tommy kontert hier den Block mit einer Head Scissor. Schön gemacht vom Highflyer. Und jetzt gibt's die Jobs. Jetzt ist er sauer. Ja, jetzt will er die Entscheidung finden. Aber jetzt schickt den Juri in die Seile. Oh, hilft natürlich die Taktik also von das Juri Gromov. Das finde ich jetzt sehr tolerant, dass der Referee hier nur anzählt. Das hätte locker auch schon eine Disqualifikation sein können. Und Juri hat sich da anscheinend wehgetan, blutet aus dem Mund. Ich glaube, der Referee hat auch ein bisschen Angst und Ehrfurcht vor Juri Gromov. Vielleicht also fürchtet er die Konsequenzen. Als Referee in der NEW hätte ich grundsätzlich immer Angst. Verständlich. Und wieder greift der Offizielle ein, zählt Juri Gromov da an, denn das, was er da macht unter Zuhilfenahme des Ringseils, das ist nicht in Ordnung. Aber es war eine absolute Ausreizung bis zum Letzten. Er hat sich bis 4,5, sag ich mal, Zeit gelassen. Und jetzt Ansatz zum Slingshot hier ins unterste Seil und das tut richtig weh.
Und ich glaube, Juri hat da wirklich was auf den Mund bekommen, hat da eine blutige Unterlippe, aber das stört ihn gerade überhaupt nicht. Ich glaube, das spornt diesen Mann eher noch mehr an, wenn er blutet. Russen, wenn die rot sehen, den willst du nicht im Weg stehen. Ja, so, sehr schön. Guck dir mal unsere Ringmatte an. Ja, passt schon mal farblich dazu. Ja, wunderbar. Es ist ja auch, es sind schwierige äußere Umstände, die wir heute im NEW Hotspot haben. War ist ja so traditionell einer der heißesten Events des Jahres und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt im übertragenen Sinne, sondern durchaus so, wie ich es gesagt habe. Cover hier von Yuri Gromov. Gerade noch der Kickout von Tommy, gerade noch. Denn wir sind im Sommer und es ist unglaublich heiß im Hotspot. Man könnte glatt meinen, irgendjemand hat sich bei der Namensfindung Gedanken gemacht. Wahrscheinlich. Also wir sitzen hier auch mit den Handtüchern. Das ist auch der Grund, wenn ihr vielleicht darauf geachtet habt, warum die Referees zu Beginn des Matches immer noch mal die Ringseile abtrocknen. Weil die hohe Luftfeuchtigkeit sonst einfach eine Verletzungsgefahr hier auch für die Wrestler bieten würde. Cover jetzt von Yuri Gromov nach der Running Senton, aber wieder nur bis zwei. Genau, aber das ist, wie du erwähnt hast. Wenn einer in die Seile springt und da abrutscht, wir hatten das schon öfters, das sind fiese Landungen, da kann es wirklich zu schwerwiegenden Verletzungen kommen. Running Power Slam von Yuri Gromov, Cover nur bis zwei, ja, da kommt Tommy nochmal raus. Jenny hatte kurz einen Herzinfarkt draußen. Aber das ist, wie du gesagt gerade erwähnt hast, Jenny, es muss darum gehen, Jenny zu befreien, aber da hat Tommy gerade seine Probleme, denn Yuri dominiert jetzt das Match. Er hat eindeutig das Zepter in der Hand. Ansatz zum Vertical Suplex, bisschen verzögert, geht aber durch, Gromov sofort ins Cover und aber wieder kommt Tommy raus. Wieder nur bis zwei, das ist der Kampfgeist doch von Tommy, den muss man ihm lassen. Tommy hätte keine 9 Jahre in der NEW überlebt, wenn er diesen Kampfgeist nicht hätte. Hat in seiner Karriere viele Highlights erlebt, gerade vor einem Jahr ganz genau, ich weiß es zufällig noch, hat er den World Internet Champion Titel hier bei NEW War gewonnen in einem Titel gegen Karrierematch. Sehr denkwürdige Momente waren das. Und jetzt geht's um, ja, nicht weniger als das Schicksal einer jungen, hübschen Dame. Der Preis hat sich geändert. Oh. Das tut weh. Und da wird die Familienplanung erstmal verschoben nach so einer Aktion. Ja, das könnte schmerzhaft sein. Und jetzt guckt ihr ab, was da draußen passiert. Wer ist das denn? Das ist doch Steffi Sky. Oder? Währenddessen Yuri Gromov mit dem Samoan Drop vom Top Rope. Beziehungsweise er stand auf dem zweiten Seil, aber das macht die Sache nicht weniger schön. Ah, jetzt hat Yuri Gromov natürlich entdeckt, dass da jemand eingreift greift an die Haare. Das ist kein Gentleman hier. Und Steffi kann sich hier wehren, schubst Yuri Gromov weg. Was will Yuri Gromov machen? Oh, will sie schlagen? Da kommt der Kick und was für ein Headkick von Steffi Sky gegen Yuri Gromov. Unglaublich, also da hat sie den Russen wirklich auf den Boden der Tatsachen geschickt. Steffi Sky, eine Absolventin der Right Stuff Pro Wrestling School, wenn ihr da selber mal trainieren wollt, prowrestlingschool.de. Das ist die Adresse, an die man gehen muss. Hat auch einen Mixed Martial Arts Hintergrund, also sehr erprobte Kämpferin und versucht jetzt hier draußen den Schlüssel zu finden, den Yuri Gromov da irgendwie in die Ecke geschmissen hat. Und im Ring hier Tommy und Yuri mit dem Schlagabtausch. Yuri Gromov noch leicht benommen von diesem wunderschönen Kick von Steffi gerade eben. Aber ich glaube nicht, dass Yuri so einfach aufgeben wird. Ja, ich gucke so aus dem Augenwinkel ein bisschen zu Steffi Sky rüber. Ja, jetzt hat sie anscheinend den Schlüssel gefunden. Ja, jetzt ist Jenny frei. Rocket Beans Chat, Jenny ist befreit, Tommy hat's gemerkt und da kommt der 619. Der hat gesessen, da fliegt der Russe fast durch den Ring. Die Fans im Hotspot sind aus dem Häuschen und liebe Kritiker bei Rocket Beans, es sind mehr als 20. Einiges mehr. Ah. Tommy, wunderschön hier überdreht und jetzt Ansatz zum Salida del Sol könnte das fast werden, mit Hilfe der Ringecke. Der Slice Bread Number 2, dann mehr oder weniger Cover. Nee, kein Cover, Entschuldigung. Ich glaube, da war Tommy selbst perplex, dass es funktioniert hat. Und aber jetzt will er nachsetzen. Jetzt gibt's hier keine Gefangenen mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Jenny ist frei, Tommy mit dem Ansatz zum Out of the Blue, seinem Missile Dropkick vom dritten Seil, aber Yuri Gromov weicht aus. Da hat er etwas
zu viel Zeit dem Russen gegeben. Harte Landung für Tommy Blue Eyes auf der Matte. Juri Gromov mit dem Ansatz zu den Minutes to Midnight, dem DDT von Juri Gromov. Aber Tommy hält dagegen. Der will natürlich nicht aufgeben hier. Und jetzt Tommy. Ansatz. Was soll das jetzt werden? Juri Gromov, German Suplex, Tommy dreht da durch, steht wieder, Tommy Blue Eyes, German Suplex, in die Bridge, Cover, bis 3, das ist und es! Noch Wahnsinn! Der Sieger dieses Kampfes, Tommy Blue Eyes! Also, da ist er selber baff, dass das funktioniert hat. Aber das war ein Sieg im doppelten Sinne. Tommy hat gewonnen, Jenny ist befreit. Und ich glaube, Juri ist selber total perplex, dass er hier verloren hat. Und zwar zweimal sogar. Mensch, und jetzt hat er sich extra für den Abend ein neues Outfit schneidern lassen. Hat aber auch nichts genutzt. Nee, hat auch nichts genutzt. Stattdessen hat er eine dicke Lippe riskiert. Und eine dicke Lippe kassiert. Ja. Tommy gewinnt. Es wird wahrscheinlich jetzt gleich noch Backstage ein kleines Hallo und Glückwunsch von Jenny geben. Sie wird sich mit Sicherheit hier bei ihrem Retter bedanken. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ja, muss ich bei den Fans bedanken. Ja, ja, das auf jeden Fall. Jenny ist frei, der Chat freut sich. Und alle sind glücklich. Fast alle. Liebe Fans, nach so viel Action gehen wir kurz in die Werbung und sind gleich wieder da hier auf Rocket Beans TV.